Willkommen zu einem weiteren React-Video. Mit mir, Abend und mir. Warum reagieren wir ständig auf Videos? Tja, das hat zwei Vorteile für euch. Zum einen kann ich meiner winzig kleinen Community so ein bisschen was zeigen, was außerhalb stattfindet, falls ihr es nicht schon besser wisst. Und zum anderen kann ich ein bisschen dazu rumscheißen, indem ich euch einfach sage, wie es eigentlich von einer Expertensicht aussieht. Ich weiß, ich wirke ein wenig selbstsicher in letzter Zeit, aber ich glaube, so ein Statement muss man mal bringen. Also, ich werde heute so ein bisschen auf Bizeps eingehen, denn ich weiß, ihr mögt den Bizeps. Und ich werde auf zwei gute Videos und zwei tolle YouTuber, wie ich finde, eingehen. Und vor allem ein richtig tolles Video. Und zwar von Smart Games, das neueste Video. Da geht es auch so ein wenig, und das bringt er wahnsinnig gut raus, Entertainment meets Information, sprich klassisches YouTube-Infotainment. Aber gut, wir gehen jetzt mal direkt rein. So, da sind wir schon. Hier sehen wir es, 100 Curls Escalate Smart Gym, 100 Curls für ApoRed. Grundsätzlich ein wahnsinnig gutes Video. Smart Gains wird immer besser, ich kann ihn nur empfehlen. Der bringt meines Erachtens die unterhaltsamsten Videos raus, wesentlich besser als eine Hardgainer Crew zur besten Zeit und dergleichen. Die haben ja mehr oder weniger nur durch Klamauk gepunktet und da fand ich auch nicht immer alles witzig. Aber der Junge, der mausert sich richtig, der war mal ein recht braver Kanal. Kommt jetzt ein bisschen mehr aus sich raus, aber vor allem hat er richtig zugelegt, wenn es um den Schnitt geht. Das Video kann ich nur empfehlen, schaut es euch mal komplett an. Wir werden hier natürlich nur durchseppen, vor allem um so ein bisschen was zu dem Video zu sagen und zu dem Informationsteil da drin. Macht auf jeden Fall echt Spaß. Hier ein paar Best-of-Auszüge einfach mal. Wo bin ich? Boah, ich hab voll einen Filmriss. Was für Geräusche können wir noch machen? Honga! Bunga! Das ist die 100-Kilo-Challenge, Motherfucker. Bin ich zu hart? Step in the city, geh was footen. Geh in die City, was footen. Pumpe ich jetzt erstmal weiter und escalate mal ein bisschen. Viel Spaß. Ihr seht, in dem Video gibt es einiges zu erwarten, noch viel mehr davon. Wir schalten jetzt bei Informationsteil ein, wo er so ein bisschen auf Bizepsübungen eingeht. Grundsätzlich vorweg, Benjamin hat echt Ahnung von dem, was er da tut. Sieht ja auch so aus. Hat ja einen so symmetrischen Körper, dass er schon fast wieder langweilig ist. Und hat es ja auch schon zu einigen gebracht auf der Bühne. Erstes Mal auf der Bühne, alles abgerissen und der Junge, der weiß, wovon er redet, grundsätzlich. Aber wie ihr auch wisst, es gibt immer ein paar Ansatzpunkte, die jemand anders sehen könnte und die vielleicht sogar in einem Gespräch mit dieser Person sich dann entweder entpuppen würde als okay, ist individuell und hat er nur nicht so formuliert, oder er gibt einem vielleicht sogar recht. Und woanders würde ich ihm vielleicht recht geben müssen, wenn er mich auf was hinweist. Dann dabei so tun sich zwei Trainer zusammen, das kriegt ihr jetzt hier beim React-Video mit. Er zeigt jetzt die erste Bizeps-Curl-Übung. Leicht nach vorne hängen. Ich würde beim Curlen schön die Schulterblätter nach hinten nehmen, ja, Brust raus. Dann im untersten Punkt, Arm lang, nicht leicht angewinkelt, voller Bewegungsradius. Wenn ihr unten seid, könnt ihr gerne mal einen Trizeps anspannen und dann weiß man meist im kompletten Bewegungsradius und dann macht man den Curl. So, da sind schon zwei Dinge, die wir anzumerken haben. Zum einen, der volle Bewegungsradius wird immer noch diskutiert. Es gibt Studien, die zeigen, ja, ein voller Bewegungsradius ist besser als nur 25% und 50% des Bewegungsradius. Aber diese Studien haben sich zum einen nicht um 75%, 70%, 80% Bewegungsradius gekümmert und meistens gehen wir nicht auf nur 50% ein. Das heißt, wenn wir jetzt einen Bizeps-Curl machen und den kurz vor der Streckung lassen und dann nach oben ziehen, dann sind das immerhin ja, 60%, 70%, vielleicht sogar 80% der Bewegung. Ob diese nicht doch dann effektiver sind, weiß man nicht. Ich bin kein Vertreter von grundsätzlich Full Range of Motion ist besser. Denn gerade wie hier kann es sogar sein, dass unten eine starke Entspannung stattfindet. Unten, da können wir die ersten 10 cm, das heißt die ersten 15% der Range of Motion, davon könnt ihr 1000 Wiederholungen machen. Das wäre überhaupt kein Problem, weil der Bizeps kaum bis gar nicht angespannt ist. Also wirklich überhaupt nicht. Und erst dann, wenn es natürlich zum 90-Grad-Winkel zur Schwerkraft geht, dann haben wir den schwersten Punkt erreicht und oben wieder etwas weniger. Hier könnten wir wahrscheinlich auch tendenziell etwas mehr machen, obwohl wir in der Spitzenkontraktion sind. Und deswegen ist es schwer, wenn wir jetzt nur 80% der Range of Motion nehmen würden, direkt aber schon bei einer Bizepsanspannung von 30% anfangen würden. Ihr seht, viel Theorie mal wieder, aber ich kann jetzt nicht unterscheiden, grundsätzlich muss Full Range of Motion ran.
Ist aber nur eine Anmerkung, ist ja jetzt nicht hier falsch. Schulter wieder nach hinten, Arme lang, kompletten Bewegungsradius, nur den Unterarm beugen, minimal den Ellenbogen nach vorne nehmen, ja, aber Schulter wieder nach hinten, nicht das hier. Ja, und er sagt jetzt, dass man mit den Oberarmen, soweit es geht, hinten bleiben soll, aber man kann natürlich auch die Oberarme vor den Körper führen und wenn man sich leicht vorbeugen würde, dann können wir ja wieder quasi der Oberarm 90 Grad Winkel zum Boden sein und dann könnt ihr hier vorne rausheben. Könnte unter Umständen sogar etwas schwieriger sein. Also das sind Variationen, die kann man auch machen. Dann müsst ihr die Schultern nicht nach hinten ziehen, dann habt ihr sie vorne, das ist ähnlich wie bei den Scott Curls und dann macht ihr es von da. Müsst ihr eigentlich rausfinden, was das bessere Gefühl ist. Aber grundsätzlich könnte man nicht sagen, man muss die Arme so weit es geht nach hinten ziehen, zumal man dann auch nicht mehr die ganze Range of Motion hat. Also diesmal zu demonstrieren. Wenn ich jetzt alles weit nach hinten ziehe und die Brust rausziehe, dann komme ich nur bis dahin. Dann geht eigentlich nicht weiter runter, gerade wenn ich auch eine Langhantel habe. Und mit den Hanteln wird es ein bisschen schwieriger hier mit den Kurzhanteln. Wenn ich eine Langhantel habe, kann ich nicht hier hinten hin, sondern muss ich hier vorne hin. Und wenn ich das Ganze jetzt umgehen möchte, gehe hier vorne hin, Rücken natürlich gerade lassen und ziehe das hier hoch. Ganz anderes Gefühl und ich komme komplett runter in die Streckung und meine Beine sind nicht im Weg. Kann man natürlich auch. Schauen wir mal weiter. Versucht, das ist ein ISO, versucht hier wirklich auch ganz gezielt bei der Negativen dagegen zu arbeiten. Von der Position fange ich immer an, ich mache immer rechts, links. Ihr könnt mit dem schwächeren Arm anfangen, dann muss der schwache Arm vorlegen und der starke zieht nur nach. Eine Seite ein bisschen leicht, Ellenbogenbeugung. Und jetzt, wenn ich oben bin, Kontrolle, 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 Kontrolle. Andere Seite, Beugung. Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Geiles Standbild übrigens, wer GTA kennt, Daumen hoch. Hier kommt jetzt etwas, da gibt es eine größere Anmerkung. Ich würde gerne mal ihn selbst fragen, was er sich genau dabei denkt. Nicht, weil es so unheimlich falsch ist, sondern einfach nur, um zu wissen, warum er sie so einbaut. Es ist eine sehr typische Bizepsübung, dass wir das immer wieder sehen. Klassiker auch im Fernsehen, selbst die Leute, die gar kein Bodybuilding Ahnung haben, machen dann den hier. Quasi kennt jeder dieses abwechselnde links, rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, wie auch immer. Trotzdem leuchtet mir nicht immer ganz die Theorie dahinter ein. Und ich frage die Leute unheimlich gerne, wenn ich das sehe, was sie sich dabei denken. Denn beachtet mal nur, was ein Arm macht, was ein Muskel macht. Ihr kontrahiert ihn, lasst ihn runter und er wartet 3, 4, 5 Sekunden und dann geht er wieder hoch, kontrahiert und wartet. Bei welcher Übung macht ihr das noch, wenn ihr so trainiert? Macht ihr das bei der Brust? Warten, 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 drücken. Warten, 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 drücken. Oder beim Rücken? Latzug, ziehen. Warten, 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 warten. Ziehen, warten, warten. Macht ihr nicht. Es gibt Trainingssysteme, wo ihr meistens komplett so trainiert. Möglichkeiten. Und die nennen sich Pausensätze. Das ist ein Pausensatz. Und es gibt auch die sogenannte Pit Force Training, da werden Pausensätze komplett eingebaut. So kann man mit mehr Gewicht mehr Wiederholungen letzten Endes machen, beziehungsweise in der Fülle mit mehr Gewicht mehr Wiederholungen. Aber in den meisten Fällen baut jemand diese Übung ein und benutzt gar nicht das System für andere Übungen. Das heißt, er macht das nur für den Bizeps und denkt gar nicht darüber nach, dass er gerade dieses andere System benutzt. Das macht die Übung natürlich nicht falsch oder uneffizient. Die Frage ist nur, wenn er das für effizient hält, warum macht er es nicht mal beim Trizeps? Trizeps drücken, warten, 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 warten. Trizeps drücken, warten, warten, warten. Denn irgendwo muss er davon überzeugt sein. Und dann macht er es nicht bei den anderen. Und ich glaube einfach nur, weil es ihm nicht bewusst ist. Oder man macht es bei allen einfach mal. Für mich ist es immer wieder eine Frage, warum sollte man hier Pausensätze machen? Und man sollte zumindest wissen, dass es ein ganz anderes System ist, nachdem man da ganz plötzlich trainiert. Das heißt, wenn ihr es normal macht, richtig einbaut, wäre es eigentlich, dass man sich vielleicht entgegenkommt, wechselnd, aber dann gibt es keine Pause für den einzelnen Arm oder natürlich beide gleichzeitig benutzt. Das ist dann eine bilaterale Übung, sprich die Achsen sind getrennt, aber ihr benutzt es wenigstens in einem normalen System, das ihr wesentlich mehr unter Kontrolle habt. Oder wie gesagt, geht mal darüber hinaus und probiert es auch bei den anderen Muskeln. Würde ich ihn gerne mal was zu fragen, hier hat er relativ wenig dazu gesagt, was ich finde, muss aber einfach bei dieser Übung an Theorie geleistet werden. Nun ja, senden wir mal direkt zur nächsten Übung. Ganzen Bewegungsradius relativ tief, nach oben, schön den Ellenbogen am Polster lassen, nicht abheben, ne? Nicht weiter nach hinten lehnen. Po nehme ich ein bisschen nach hinten, bei einer Maschine hier,
Wenn man Zauber einstellt, kann man kaum beschummeln. Sehr geil. Nicht stabilisieren, nur der Bicep. Die nächsten 30 Reps. So, ihr seht, das hier ist eigentlich die normale Maschine, Scott Curls zu machen. Und hier, alles ganz richtig, sehe ich genauso. Im Prinzip, die meisten machen den Fehler, dass sie sehr erhöht sitzen. Nur die Ellbogen berühren quasi die Fläche und dann ziehen sie nach oben. Aber im Prinzip sollte der gesamte Oberarm auf der Fläche sein. Und die Fläche sollte sich genau, also das Polster sollte genau inzwischen kommen, sodass ihr wirklich zum Kopf zieht. Richtig weit oben drin seid. So macht man das meiste aus dieser Übung. Das Einzige, was man noch dazu anmerken könnte, ist, ich selbst benutze diese Maschine nie beidarmig, wofür sie eigentlich auch gemacht ist, weil diese Maschine einfach so viele unterschiedliche Körpertypen abdecken muss. Kürzere Unterarme, längere Unterarme, der ganze Kram, längere Arme, kürzere Arme insgesamt und so weiter. Und da passt natürlich nicht jeder rein. Und bei mir ist es so, es fühlt sich einfach nicht gut an, die Ellbogen so eng aneinander zu halten. Ich habe auch ein relativ breites Kreuz und dann gehen die automatisch nach außen und dann ziehe ich hier irgendwie weg und dann kommt eine Drehung rein. Fühlt sich nicht gut an. Kleiner Tipp an dieser Stelle, benutzt es einfach mal einarmig. So könnt ihr ein bisschen mit dem Oberkörper variieren, wie ihr dran geht und habt wesentlich mehr Freiraum und dann macht die Maschine auch Spaß. So, nächster Tipp. Bei dir den Oberarm hinter den Körper habt und von der Position nach vorne. Und das Geile ist, ihr habt hier ein Kabel, wenn das am Kabelturm macht, von der Widerstandskurve ist es halt sehr gleichmäßig. Bei einer Kurzhantel, kennt ihr das vielleicht vom Seitheben, haben wir hier einen anderen Hebel, also einen anderen Widerstand wie ganz unten. Beim Kabelturm ist der eben gleichmäßiger. Vergleichen mit Schrägbankkürz, wo der Schrägbank liegt und die Oberarme dann nach unten baumeln lässt. Eine der wenigen Übungen, wo der Oberarm mal hinter dem Oberkörper ist und dadurch ein viel größerer Stretch-Effekt in den Bizeps reinkommt, ist bei mir immer dabei, ist vielleicht sogar die beste Bizepsübung für mich auf der Schrägbank. Jetzt macht er hier allerdings eine Sache, die ich tatsächlich für auch falsch halte. Er geht mit dem Oberarm komplett nach vorne jedes Mal. Er bewegt den auch mit. Vorher hat er bei der Übung immer darauf geachtet, dass er den Oberarm nicht mitbewegt. Das heißt, wirklich den Bizeps dadurch isoliert. Er hat auch schon bei den Langhantelkürzen gesagt, nicht hier mit hochgehen. Jetzt holt er das komplett nach vorne. Das hat zwei Nachteile. Zum einen helfen wir, und zwar nur mit dem vorderen Delta, der im Gegensatz zum Trizeps, der den Oberarm auch an den Körper ranzieht, hat der Bizeps keine solche Funktion. Er zieht den Oberarm nirgendwo an den Körper ran. Das heißt, wir helfen nur mit dem vorderen Delta, den Arm nach vorne zu holen und dadurch fälschen wir ein bisschen ab, helfen dort, wo der Bizeps sonst alleine zurechtkommen müsste. Das andere ist die Endposition, in der wir landen. Wenn der Oberarm weiter vorne ist, dann landen wir mit dem Unterarm in einer Linie mit der Kabelführung, also mit einer Linie zur Schwerkraft. Und dadurch wird auch eine große Entlastung stattfinden im obersten, im Spitzenkontraktionspunkt. Haben wir den Oberarm weiter hinten und das Kabel geht noch hier lang, dann ist da eine viel stärkere Spannung noch drauf. Das heißt, auch hier kann ich nur empfehlen, komplett isoliert, nur der Unterarm bewegt sich, kurz halten und wieder zurück. Bringt wesentlich mehr, zeige ich euch vielleicht mal im Studio, verstehe ich nicht ganz, warum er das hier so macht und kann ich auch nicht gerade befürworten. Ich glaube, auch ihm würde es mehr bringen, wenn er das da isoliert macht. Versucht den Ellenbogen hinten zu lassen und versucht so nah wie möglich am Körper hochzugehen. Beziehungsweise, jetzt haben wir schon so viele Reps gemacht, eine pure Langhantel ohne Gewicht ist verdammt schwer. Ellenbogen hinten lassen. Und dann macht er zum Schluss hier noch Langhantelkürz mit einem sehr breiten Griff, auch das kennt man. Kann ich nur sagen, da bin ich komplett raus. Halte es auch nicht gerade für sinnvoll, diese so zu machen. Ein gewisser Reiz findet im Bizeps statt, natürlich, aber ich glaube, den kann man sich auch woanders mit abholen und das Risiko ist mir zu groß. Ich persönlich bin sehr empfindlich, wenn es um Ellbogen und Handgelenke geht. Erst recht, wenn da noch ein bisschen Gewicht drauf ist. Er hat jetzt hier 20 Kilo drauf, weil er da keine Zusatzgewichte hat. Er könnte es natürlich auch mit 30, mit 40 machen und anfangen, aber umso mehr kommen wir in eine völlig unnatürliche Haltung, sowieso schon, weil wir eine starke Pronation haben mit den Handgelenken. Und diese führt dazu auch, dass die Ellbogen näher aneinander kommen. Ich spüre auch einmal die Schulter mehr und muss dann hier irgendwie so hoch. Und das dann ganz auch noch mit Gewicht. Da machen meine Handgelenke keine paar Wochen mit, dann schmerzen die höllisch. Und zwar die ganze Woche über. Da frage ich mich auch, wozu?
Die natürliche Stellung der Hände ist immer ein wenig leicht in der Supination. Das heißt, das ist so eine natürliche Stellung. Wenn wir jetzt so weit nach außen gehen, das ist einfach so unnatürlich, muss nicht sein. Also auch da, ich würde grundsätzlich davon abraten, manche sind da nicht so empfindlich wie ich, ja, kann man dann machen, aber wozu ein Risiko eingehen. So viel zu dem Video, so viel zu dem Informationsteil hier. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem zweiten anderen YouTuber, den ich ebenfalls mag und der immer gute Tipps gibt. Und der bringt uns hier zufällig in dem neuesten Video die Top 3 Bizeps Supersets. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Das könnt ihr super kombinieren, weil eben beides schwer. Und dann macht er zum Schluss hier noch Langhantel Curls mit einem sehr breiten Griff. Auch das kennt man. Kann ich nur sagen, da bin ich komplett raus. Halte es auch nicht gerade für sinnvoll, diese so zu machen. Ein gewisser Reiz findet im Bizeps statt, natürlich, aber ich glaube, den kann man sich auch woanders mit abholen und das Risiko ist mir zu groß. Ich persönlich bin sehr empfindlich, wenn es um Ellbogen und Handgelenke geht, erst recht, wenn da noch ein bisschen Gewicht drauf ist. Er hat jetzt hier 20 Kilo drauf, weil er da keine Zusatzgewichte hat. Er könnte es natürlich auch mit 30, mit 40 machen und anfängt, aber umso mehr kommen wir in eine völlig unnatürliche Haltung, sowieso schon, weil wir eine starke Pronation haben mit den Handgelenken. Und diese führt dazu auch, dass die Ellbogen näher aneinander kommen. Ich spüre auf einmal die Schulter mehr und muss dann hier irgendwie so hoch. Und das dann ganz auch noch mit Gewicht. Da machen meine Handgelenke keine paar Wochen mit, dann schmerzen die höllisch. Und zwar die ganze Woche über. Da frage ich mich auch, wozu? Die natürliche Stellung der Hände ist immer ein wenig leicht in der Supination. Das heißt, das hier ist so eine natürliche Stellung. Wenn wir jetzt so weit nach außen gehen, das ist einfach so unnatürlich, muss nicht sein. Also auch da, ich würde grundsätzlich davon abraten, manche sind da nicht so empfindlich wie ich, ja, kann man dann machen, aber wozu ein Risiko eingehen. So viel zu dem Video, so viel zu dem Informationsteil hier. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem zweiten anderen YouTuber, den ich ebenfalls mag und der immer gute Tipps gibt und der bringt uns hier zufällig in dem neuesten Video die Top 3 Bizeps Supersets. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Bizeps Curls, ich liebe Langhantel Bizeps Curls, eine der besten Übungen für den Bizeps, schön schwer, so als erste gut warm machen vorher und dann schöne schwere Bizeps Curls mit der geraden Langhantel, richtig schön fühlen, sauber, schulterbreit greifen, richtig schön den Pump fühlen und dann, wenn ihr nicht mehr könnt, weil ihr eben schön großen Hebel habt, wenn ihr gar nicht mehr könnt, lehnt ihr euch nach vorne, ich habe das schon mal in einem Video gezeigt und dann zieht ihr nochmal richtig schön in den Rücken. Dabei ist der Bizeps, da werdet ihr merken, wie stark der Bizeps mit involviert ist. Das heißt, ihr macht den Rücken nochmal richtig schön fertig, eben als letzte Rückenübung und der Bizeps ist danach völlig K.O. Kann ich mir vorstellen, dass das einen Pump gibt, weil der Bizeps holt sich jetzt ja einen Hilfsmuskel mit dem Rücken und geht auch nur noch ein Teil der Zeit, also er wird auch nicht mehr über den Range of Motion affiniert, sondern nur noch ein Teil. Muss aber dazu sagen, für mich wäre es da auch nicht, weil es mir jetzt mittrainiert. Denn er hat jetzt den besonderen Fall, machen manche von euch sicherlich auch, an so einem Pull-Day oder so etwas, er trainiert den Bizeps mit dem Rücken zusammen. Das mache ich nicht. Ich trainiere den Bizeps mit dem Rücken zusammen, aber eben auch nur einmal die Woche. Mir würde es jetzt auch mal an Kalorien. Ich möchte nicht den Rücken trainieren, wenn ich gerade den Bizeps trainiere. Habe ich Bodybuilder. Ich trainiere alles komplett isoliert, der Rest soll ruhen. Der Rest soll sich ausschütteln zum nächsten Mal und maximal aufbauen können. So entfalte ich meinen Körper und ich mag es nicht, wenn etwas außer Kontrolle gerät und auf einmal noch wieder Hilfsmuskeln dabei sind. Das brauchen wir nicht. Insofern kann ich sagen, ja, kann man ausprobieren, aber ich glaube, ich euch nicht auf meinen. Das heißt, wenn ich zufällig war, der schön davor war, für den Abspann, finde ich, muss diese Übung nicht sein, dann stürzt er. Gehen wir mal zum zweiten. Schön Counter. Wenn wir da nicht mehr können, wenn wir da 10 bis 12 nicht zu viel Gewicht nehmen. Schön. Schön. Ich glaube, ich werde noch mal im Anschluss zeigen, wie oft der schön sagt in dem Video. Für den Abspann. Da kann der Bizeps nämlich noch. Das heißt, wir greifen dann einfach einmal um. Machen wir noch schön Counter. Das ist der Bizeps Curls, weil er hat eben noch Power. Ihr werdet merken, dass ihr in der Bewegung habt ihr wesentlich mehr Kraft. Schön. Schön. Werbung, hol dir den Pump. Ja, auch hier. Anschluss das sind zwei Isolationsübungen. Einmal geht er in eine extreme Supination. Das bringt viel für den Unterarm und für den Wachsen in der Mitte. Ja, das formt so ein bisschen den Bizeps. Ich habe bei der Übung allerdings auch ein Problem mal wieder. Und zwar pumpt sich mein Unterarm so stark auf. Und durch die Bizepsverlängerung, wenn mein Bizeps aufgepumpt ist, dass ich kaum noch Motion drin habe.
Also ich komme bis hier hin, bis 90 Grad, aber nicht weiter hoch. Egal welches Gewicht ich nenne, sind einfach zu viel Blut dann drin. Und dann habe ich wenig von der Übung und spüre auch nicht mehr so viel. Nur noch immer schön. Wenn ihr seht, was mit den Bizeps passiert, wenn ich in die Supination gehe, er verlängert sich. Das heißt, wenn der Pump dann hier ansetzt, hier komme ich noch viel weiter hoch, hier nicht mehr. Und dann kommt auch noch Unterarmblut rein und dann könnt ihr es eigentlich vergessen. Insofern wäre auch nichts für mich. Ansonsten kann man es gerne mal ausprobieren. Der Schulter bringt sicherlich auch ein bisschen Abspann. Das ist, wie gesagt, als erstes SZ. Könnt ihr auch mit der Langhantel machen. Ich finde es mit SZ-Stange ein bisschen angenehmer. SZ-Curls, schöne, schwere SZ-Curls, wo ich aber den Oberarm ein bisschen weiter vom Körper weg habe, sodass ich wirklich richtig schön Spannung auf dem ganz ersten, untersten Teil der Bewegung habe. Das heißt, richtig schön etwas nach hinten lehnen, Ellbogen etwas nach vorne und eben richtig schön bis ganz am Anfang der Range of Motion. Da will ich schon richtig schöne Spannung drauf haben, schön sauber ziehen. Der Ellbogen bleibt vor dem Körper. Ihr macht so viele, bis ihr gar nicht mehr könnt. Und dann machen wir eben die Drag Curls. Das heißt, wir ziehen die Ellbogen auseinander und bleiben praktisch wie so eine Linie vom Körper mit der Stange. Das heißt, wir bleiben so nah am Körper, wie es geht. Es sieht wirklich... Genau, aufwärts rudern. Jetzt benutzen wir wieder einen Hilfsmuskel, und zwar die Schulter. Denn immer wenn der Ellbogen jetzt nach oben geht, ist das nun mal nicht mehr der Bizeps, sondern ist der mittlere und der hintere Delta und auch so ein bisschen der Nacken. Das seht ihr hier auch, dass der Nacken von ihm arbeitet. Die sind drin. Und das, da kann ich wieder nur anmerken, was ich auch bei der ersten Übung angemerkt habe, es würde mir den Splitplan ruinieren. Ich will nicht die Schultern belasten, sein, die Bizeps zu der Schulter. Die Schultern werden eh schon ohne Ende belastet in der Woche. Und das jetzt auch noch zu machen, indem ich so eine halbe Aufwärtsruderübung mache, muss nicht sein. Da gibt es viel saubere, schönere Bizeps-Isolations-Supersätze, wo ihr den Bizeps isoliert mit mehreren verschiedenen Arten kombinieren könnt. Wie zum Beispiel Schrägbank-Curls erst und danach vielleicht nochmal SZ-Curls. Vorgebeugt gekürzt. Da habt ihr unterschiedliche drin, nehmt einfach nur ein anderes Gewicht, aber der Bizeps platzt, weil nur er benutzt wird. Da brauchen wir auch keinen Hilfsmuskel, weil wir eben das Gewicht reduzieren. Würde aufs Gleiche rauskommen, uns aber nicht die Schultern kosten, den Rücken kosten und so weiter. Also, ob das jetzt Top 3 Bizeps Supersets für jeden sind, denke ich, muss nicht sein. Dann würde ich den Bizeps eher isoliert trainieren, wie ein Bodybuilder das macht. So! Das war jetzt zu den zwei Videos der Informationsteil. Haben wir noch was? Eine Sache habe ich noch. Ich möchte noch jemanden erwähnen, der in dieser Woche ein wenig aufgefallen ist. Und zwar unser lieber Jill einmal mehr. Wir hatten ihn schon im letzten Video erwähnt, aber Jill mit seiner Natural-Reihe, Ghost Natural-Reihe, das betont er in den Kommentaren immer wieder, denn er bekommt einigen Shitstorm jetzt. Weil er in seinem neuesten Video sagt, dass er vom Titel her nach 6 Wochen natural seine Bankdrückleistung testet. Wie lautet der genaue Titel? 6 Wochen natural Krafttest im Bankdruck. Viele haben sich in den Kommentaren beschwert, dass der noch lange nicht natural ist. Und natürlich stimmt das, er ist noch lange nicht natural. Der Junge hat 3 Jahre durchgehend gestopft mit verschiedensten hochdosierten Steroiden. Und der wird noch lange nicht natural sein. Also das dauert, ne? Zwar jetzt nicht noch ein Jahr, aber das Loch kommt erst nach einigen Monaten, das Hormonloch. Und dann muss der Körper auch von den Muskeln auch erstmal darauf reagieren, denn so schnell baut man die Muskeln ja auch nicht ab. Das heißt, nochmal ein paar Monate, nachdem die Hormone schon wieder unten sind und nichts Neues produzieren und nicht mehr dafür sorgen können, die Muskeln zu halten, bauen die sich erst Stück für Stück ab. Aber auch dann zehrt er noch von der Masse, die er aufgebaut hat. Und jedes Mal, wenn er darauf hingewiesen wird in den Kommentaren, hey, du bist noch nicht natural, hey, das dauert doch noch lange, so ein Blödsinn, dann antwortet er, man kann sich vorstellen, recht erbost über diesen Kommentar. Deswegen heißt es doch auch, Jill goes natural und nicht is natural. Ja, lieber Jill, das mag sein. Das mag sein, dass die Reihe so heißt, aber hier lese ich nichts von Jill Goes Natural. Hier lese ich 6 Wochen natural Krafttest im Bankdrücken. Du bist nicht seit 6 Wochen natural. Es ist kein natural Krafttest. Da steht nichts an dem Titel. Dann hast du einfach schlichtweg den falschen Titel gewählt. Oder mal wieder Clickbait und die Leute haben vollkommen recht mit ihrer Kritik. So, wollte ich nur mal kurz anmerken, denn auch das ist in dieser Woche aufgefallen. Gute Anmerkung, jetzt hatten wir noch einen dritten YouTuber drin, das gibt ein geiles Name-Dropping. Ja, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das etwas gebracht hat, wenn ihr das Format mögt,
Wenn ihr denkt, wow, das sind doch mal tolle Tipps dazu, Informationen und man sieht noch ein bisschen was von anderen YouTubern, dann hinterlasst es wie immer in den Comments. Wenn ihr andere Videos analysiert haben wollt, hinterlasst es in den Comments. Und ja, Daumen hoch, hinterlasst alles, was ihr da lassen könnt. Und dann sind wir raus. Macht's gut, bis bald, lasst euch nicht anquatschen. Was ist das warm hier? Ich bin auch raus und dann schaut euch jetzt eben noch den schönen Counter von Simon Teichmann an.